Yo Leute, zurück zu Red Faction Armageddon und ja, auch zum letzten Part dieser Aufnahmesession. Ich werde jetzt noch hier diesen Turm zerstören und werde die Aufgabe erfüllen. Aber ich denke einfach mal, dass ich danach auch die Aufnahmesession beenden werde. Also jedenfalls was Red Faction angeht. Ich bin mir auch ziemlich unschlüssig, ob ich jetzt noch Diablo mache. Da ich auch jetzt eigentlich schon... Wartet. Gott, ich das hasse. Trifft er. So, was denn? Junge, du willst Stress, dann hier, stürz. Ach, der war da hinten. Hier war da noch einer. Wer ist er denn? Abflug. Hör mal, was bist denn du für einer? So, wir haben nämlich auch... Ach, jetzt geht's auf. Ha, schnell mal den Chat zumachen. Wir haben schon 1.33 Uhr an einem... Was haben wir heute? Ha, Fail. Ich weiß nicht mal, welchen Tag wir heute haben. Richtig ekelhaftes Zeitgefühl. Ja... Wie ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, beziehungsweise eigentlich, wenn ihr meine Kanäle, hört sich voll behindert an, meine beiden Channels verfolgt, werdet ihr gemerkt haben, dass ich oft Sachen nachts aufnehme. Ich bin ein ziemlich nachtaktiver Mensch, was momentan kein Problem ist, was aber natürlich noch ein größeres Problem wird, wenn ich... erstmal eine Ausbildung mache oder so, dann wird das Ganze wiederum ganz schön anders aussehen. Aber naja, also es ist nicht so, dass ich ein Problem damit habe, nachts zu schlafen. So ist es nicht, nur, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken? Also ich bin jemand, ich habe nachts die besten Ideen zum Beispiel für Bilder etc., und meistens versuche ich die dann auch direkt umzusetzen. Deswegen ist es halt so, wie es ist. We are all gonna die, man. No one's gonna die, McGuff. Except maybe this here rook. I can feel them. They're out there. Damn it, McGuff. The bugs aren't gonna come through that storm. Panzermäßig unterwegs. Ab geht er. Was macht denn das? Ach, das sind, da kommen so Stromdinger raus. Au, yeah. Auch wenn die Explosionen übel hässlich aussehen, aber hey. Damit kann man Sachen in die Luft jagen. Wisst ihr was, ihr könnt mich mal... Oh, wie geil. Kennt ihr diese Tesla-Waffe oder habt ihr den Film District 9 gesehen? Wenn ja, dann kennt ihr zu 100% die Stelle, als dieser eine Mensch mit dieser Tesla-Waffe da, bam, zerplatzt. Das ist so Hammer. Und genau sowas ist das hier auch. Das ist ja richtig cool. Und ich bin fast tot, Mann, verdammt. Also, ich muss sagen, in dem Ding hält es jetzt nicht unbedingt viel aus. Ui, was ist das denn? Batz. Ey, wie hammer ist die Waffe, bitte. Ach, das ist so, wenn es neblig wird. Okay. Alter, aber das Teil ist richtig schlecht. Also, was die Steuerung angeht.
Finde ich das gerade richtig kacke. Muss er das nicht runterbrechen? Zö. Physik. Das Gebiet räumen. Ja, ich bin da dabei. Oh, tschüss. Ey, warum ging das jetzt nicht? Es wird ja gar nichts gemacht. Jetzt aber. Rocket Launcher. Was interessiert mich so ein verkackter kleiner Raketenwerfer, wenn ich sowas hier habe? Und tschüss. Und vorbei. Herrlich, dieses Teil ist richtig geil. Bam. Aber dieser Laser ist ganz komisch irgendwie. Also, ich kann noch nicht einordnen, ob ich den cool finde. Oder ob ich den scheiße finde. Zurück zum Gebiet. Was ist mit euch los? Ja, was soll ich denn hier? Oh Gott, da war noch eine falsche Traube, oder wie sagt man? Ich glaube, das stimmt schon, ja. Oh yeah. Und ich meinte gerade eine faule Frucht. Bam, Junge! Ab geht der, Junge. Peter. Einfach mal Rinder. Ach, guck mal, die haben auch einen. Ich komme mir gerade vor wie bei Battlefield irgendwie, so eine Panzerschlacht. Okay, vorbei. Von Feinden besetzte Gebäude zerstören. Bam, Junge! Ja, komm! Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Bam! Brich runter! Was ist denn das? Das geht nicht. Oh, jetzt ist ja eh fast komplett im Arsch. Dann mache ich das jetzt hier noch. Na komm. Feuer. Kann man ja auch mal eben hier so wegbrutzeln. Ach, herrlich. Was eine Waffe. Ich finde ein bisschen doof, dass sobald man den Laser gesetzt hat, kann man die Waffe nicht mehr bewegen. Also man kann sich dann auch für einen Moment nicht umgucken. Aber das Teil ist irgendwie, das ist schon stylisch, aber das ist auch irgendwie schwach. Also schwach in dem Sinne, dass das recht schnell meine Gesundheit in den roten Bereich bringt. Das finde ich ziemlich komisch. Also muss ich auch sagen, finde ich jetzt nicht so geil. Ich fand den einen Anzug da, den fand ich irgendwie cooler. Ich glaube, wenn das Teil hier schneller wäre und dieser Laser schneller aufladen würde, würde mir das Ganze hier noch besser gefallen. Aber mein Gott, man will ja nicht meckern, ne? Ab geht er, komm. Bam. Noch mehr. Was? Also ihr seht, das macht irgendwie, das hat nicht so eine krasse Durchschlagskraft, muss man sagen. Bricht doch ein. Dann halt nicht. Jetzt aber komm. Geht doch. Das wäre auch Geschichte. Ja, haben wir das hier noch in die Luft? Ach, das geht nicht, okay. Bam. Speichern. Perfekt. Mein Handy schaltet sich gleich aus. Das heißt für mich, mein Timer ist dann weg. I don't see this guy answering any prayers. An Altor survey pod. They were here.
Darius, the Ultor scientist, knew about the bugs years ago. We have to get to the Marauder archives. You hear that? Darius? Claim what is rightfully yours. This is the power to rule Mars. Creatures which slept below the world until I summoned them to ravage our enemies. This is my power. And my power is yours! This bastard's given this planet enough hell. One shot and it's over. Darius, no! Okay, was ist jetzt hier los? Ich bleib bei den Waffen, die ich habe. Und wir kämpfen gerade gegen Hale. Genau genommen müssen wir seinen Angriff abwehren, aber wie? Ah, okay, ich hätte den Scheiß hier in die Luft jagen sollen. Oh, okay, ich verstehe, wie ich das machen muss. Ich bin also gezwungen, die Sachen rechtzeitig in die Luft zu jagen. Ja, ja, natürlich, überspringen. Okay, 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 ich verstehe. Deswegen wahrscheinlich auch am Anfang die Waffenauswahl. Ich werde natürlich dann den Raketenwerfer nehmen. Und natürlich das hier noch. Ja, so. Dann wählen wir den Raketenwerfer. Ja. Okay. Perfekt. Gar nicht perfekt. Super perfekt. Oh shit. Ja, das ist jetzt scheiße. Ah, hier. Ey, was? Er hat's einfach abgewehrt. Lad nach. So. Da haben wir nochmal gut getroffen. So. 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 Na komm ruhig, komm. Oh scheiße. Jetzt ist er mir ein bisschen zu nah. Yo. Ha. Jetzt sind wir gut auf Abstand gekommen. Oh. Ha. Wir haben es geschafft. Geil. Ich muss zugeben, ich will gar nicht aufhören jetzt zu spielen, aber ich werde wohl aufhören, von der Ausgrabungsstelle fliehen. Bahnung. Ah. Ich habe immer noch unendlich Munition. Das heißt also, das hier ist jetzt so eine... Wie sagt man... Oh, fuck, der ist uns hinterhergekommen. Nein! Ich dachte, der wäre weg. Fuck. Aber ich kann auch jetzt nicht einfach aufhören mit dem Aufnehmen. Was? Nochmal den ganzen Scheiß? Dann mache ich das anders, weil, da wir ja jetzt eh 15 Minuten haben. Machen wir das jetzt so? Nein, ich habe die scheiß Waffen nicht ausgewählt. Fuck, ich kann mich schon töten lassen. Kann ich mich nicht selbst töten?
Na komm, so, tot. Okay. Und zwar mache ich das dann jetzt so. Ich werde jetzt einen Cut machen. Und dann melde ich mich einfach gleich zurück. Ich werde jetzt noch kurz meine Waffenauswahl treffen. Und werde dann einfach Cut machen. So. 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 Ja, ich glaube, das ist okay so. Und dann melde ich mich gleich zurück sofort. Und dann muss ich einfach noch ein Part aufnehmen. Und wir gucken mal, dass wir heil entkommen. Bis dahin und haut rein.